Verena, du hast mit der Stadt Thun einen Baurechtsvertrag abgeschlossen von 30 Jahren. Wie hat das Gelände hier vorher ausgesehen oder was war hier? Also hier ist von der Firma Frutiger über Jahre Bausub gelagert worden, aufgefüllt. Als die Auffüllung ist fertig war, dann ist das Projekt abgeschlossen, haben wir uns gefragt, was passiert nachher mit dem Gelände. In denen hatte ich schon viel, andere auch. Und dann haben wir eben das hier in Angriff genommen für den Baurechtsvertrag und für die Renaturierung. Es war etwas kompliziert, etwas aufwendig, aber es ist gut gekommen. Also, dann gehen wir weiter. Gut, machen wir doch.